ob Porsche 2002 wirklich schon wusste, was sie mit dem Porsche Cayenne lostreten würden. Und zwar eine riesengroße, erfolgreiche SUV-Welle. Die macht praktisch jeder Hersteller mit und so jetzt auch Mercedes. 2015 ist das Jahr des SUVs für Mercedes. Sie haben eine Menge neuer Fahrzeuge im Programm und jetzt neu ist der Mercedes GLC. Fast ein Drittel der Modellpalette von Mercedes besteht schon aus Geländegängern oder Fahrzeugen, die zumindest die entsprechende Optik haben. Der Mercedes GLC gehört klar zu denen, die auch tatsächlich Gelände können und hebt sich dadurch von vielen Mitbewerbern ab. Wer im Gelände nicht nur gut aussehen möchte, sondern auch vorwärts kommen will, der sollte für 702 Euro sich das Offroad-Technikpaket dazu buchen. Das beinhaltet 5 Fahrmodi für den GLC und 2 cm zusätzliche Bodenfreiheit. In unserem Testwagen ist der 250er Dieselmotor verbaut und im Gelände verrichtet er einen exzellenten Dienst. Wir kommen ohne Probleme Steigungen von bis zu 70% hinauf. Und dank Bergabfahrhilfe auch wieder herunter. Tiefe Löcher lassen das Dickschiff filigran tanzen. Mercedes schummelt die Dieselmotorisierungen des GLCs in eine günstigere Schadstoffklasse, indem sie einfach Gewicht sparen, und zwar beim Tank. Dieser fasst nicht wie sonst üblich 66 Liter, sondern nur 50 Liter. Aber für 60 Euro kann man wieder auf den großen Tank umrüsten. Unser Dieseltestwagen bringt es auf mehr als ordentliche 222 Kilometer pro Stunde. Dabei soll der Kraftstoffverbrauch bei gerade mal 5 Litern auf 100 Kilometer liegen. Unter Alltagsbedingungen wird das deutlich mehr sein. Natürlich möchte Mercedes mit dem GLC die bayerischen Konkurrenten von Audi und BMW direkt angreifen. Allerdings werden sie sich vorläufig noch mit der Nische, einen wirklich guten Offroad-SUV gebaut zu haben, abfinden müssen. Denn so richtig fahraktiv wie die Konkurrenten von Audi und BMW ist der GLC noch nicht. Aber es bleibt jetzt zu hoffen, dass die AMG-Version diese Lücke schließen wird.